Es ist richtig, dass wir im Moment in einer demokratisch regierten Welt Religionsfreiheit viel eher erleben können und vor allen Dingen sehr angenehm erleben können als religiöse Menschen, vor allen Dingen, wenn sie in einer Form herrscht wie hier in Deutschland. Und wir haben hier in Deutschland keinen säkularen Staat, sondern einen neutralen Staat. Das ist noch besser als ein säkularer Staat. Er gibt den Religionen die Möglichkeit, sich zu entfalten und gibt den Religionen auch die Möglichkeit, also ein positives Element im Staat gestalterisch zu werden. Ja. Also ich finde, es gibt kaum bessere Voraussetzungen. Dass man Demokratie auch noch verbessern könnte, ist natürlich eine andere Frage. Das weiß ich. Ja. Aber mit welchen Mitteln können wir diese notwendigen Reformen anstoßen? Völlig klar, Vollzüge geht nicht, von außen geht auch nicht. Wenn ich jetzt die Situation in Syrien sehe, da fällt mir eigentlich niemanden ein, den ich unterstützen könnte, weil auf beiden Seiten Verbrecher sind. Es leben dort Juden, es leben dort Menschen, Moslems, die dem Islam angehören. Da müsste es doch eigentlich einen Schulterschluss der Friedensliebenden in den Religionen geben. Ich habe noch nichts gehört davon. Ach, gelesen übrigens auch noch nicht. Ich glaube, da vergessen Sie noch die vierte Macht, also die Religion, aber es gibt noch die Staatsmacht, die, denke ich mal, einfach der Meinung ist, es ist gut so, wie es läuft. Und auf der anderen Seite die Aufständischen, die meinen, es ist gut so, wie es läuft. Und ich denke mal, von außen kann man dann wenig beeinflussen. Also man kann da nicht wie ja wieder mal mit Flugzeugen und Raketen ankommen und sagen, also wir retten, nein, das meinte ich wir auch retten nicht. Die Welt und wir lösen den Konflikt, weil das wird es auch nicht lösen. Das muss von innen kommen, von der Gesellschaft, von Menschen. Meine Frage ist, wie unterstützen wir humanitär die, die unter all diesen Kämpfen leiden, sich nicht wehren können, kaum eine Chance haben? Und das ist die Bevölkerung ganz gleich welchen Glaubens. Frau Werner, Frauen wissen doch eigentlich immer besser Bescheid in der Welt. Ich kann Ihnen nicht konkret sagen, wie das in Syrien aussehen kann. Gleichzeitig der Weg, den Sie beschrieben haben, halte ich schon für den Weg, den wir vor allem zu gehen haben. Menschen stärken, die guten Willens sind. Und darauf mehr Energie einsetzen als auf Waffenlieferungen oder den Gedanken, dass der Konflikt von außen mit Waffen gelöst werden kann. Gleichzeitig haben Sie auf was sehr Richtiges hingewiesen. Da, wo keine Strukturen sind in einem Staat, wo Leben geschützt wird durch die staatlichen Gewalten. Da haben wir natürlich wirklich mit riesigen Herausforderungen zu tun, die nicht mehr zu viel dann auch damit zusammenhängen, wie die Menschen in den Religionen, die guten Willens sind, miteinander leben können. Ja, aber wir brauchen die Voraussetzungen. Ich muss einfach noch mal nachbohren an einer Stelle. Wir erleben ja gerade, dass ein unbotmäßiger Bischof auch nach Rom zitiert werden kann oder freiwillig hinfährt, um sich zu verteidigen. Das ist ja alles okay. Aber wenn Religionsführer in diesem Land Syrien gegenseitig zum Hass anstacheln, dann müsste es doch von außen, und das meine ich jetzt mit denen, die ein Stückchen weiter sind auf diesem messianischen Weg, müsste es doch von außen von den Religionsführern einen Stopp bis hierher und nicht weitergeben. Ja, das gibt es aber. Nicht jeder religiöse Führer hat aber auch dann auch die Möglichkeit, also dann auch materiell die Leute eben anzuhalten, aufzuhören. Das Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat weltweit agiert für friedensfördernde Maßnahmen. Er hat von Anfang an, als der arabische Frühling in Anführungszeichen anfing, davor gewarnt, dass wir hier die Gefahr haben, dass das Böse mit dem Bösen ausgetrieben wird. Ja? Islam lehrt und alle anderen Religionen lehren genau das Gegenteil. Ich kann keinen Staat im Staate aufbauen und mit Gewalt gegen ein Gewaltmonopol kämpfen. Der Prophet Mohammed Sassam hat das ja auch gezeigt. 13 Jahre lang hat er Verfolgung ertragen. Er ist verfolgt worden in Mekka. Was hat er gemacht? Er ist gewandert. Die Hijra, mit der beginnt im Islam. Ganz wichtiges Datum. Er hat nicht die Aufforderung von Gott bekommen, sich zu wehren mit Gewalt. Nein. Anhänger, dann er selber ist ausgewandert nach Medina. Erst als er in Medina angegriffen wurde und die kleine Gruppe der Muslime wirklich vor der Vernichtung stand,
da hat Gott ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu verteidigen. Aber auch nur so lange, wie die Aggression anhält. Dann musste er wieder friedensfördernde Maßnahmen einleiten. Das ist das Prinzip. Deswegen ist für mich heute auch ein ganz besonderer Augenblick, dass ich hier in der Nikolaikirche bin. Ja? Als dieser arabische Frühling anfing, habe ich gesagt, also wenn man etwas machen kann, dann so, wie die Menschen hier im Osten es gemacht haben, mit Gewaltfreiheit. Das, natürlich, das war ein sehr risikoreicher Weg, aber sie haben es hier geschafft. Und das ging nicht ohne auch die Kraft des Gebetes. Ja? Das sollten Sie nicht vergessen. Für Gläubige ist die stärkste Waffe das Gebet. Und wenn ein Gläubiger da nicht daran glaubt, dass das Gebet wirklich Berge versetzen kann, ja, dann muss er sich mit seinem Glauben beschäftigen, ob der noch stimmt. Es gibt auch Menschen, die gewaltfrei auf die Straße gehen und die niedergemäht werden von den Maschinengewehren der anderen. Also ganz so ist es jetzt nicht. Wie stehen Sie eigentlich, oder wie stehen wir eigentlich in den Religionen zum Pazifismus? Ist das Judentum eine pazifistische Religion? Ich denke, dass jede Religion in ihren Grundfesten pazifistisch ist und Frieden will. Aber es kommt natürlich immer ein Aber. Man muss sich auch verteidigen können und dürfen. Und es gibt diese wunderbare Geschichte von Hanukkah, also 200 vor der Zeitrechnung circa, wo die Gelehrten dann beschlossen, gesagt haben, also die Kämpfenden, die sich gegen die Griechen gekämpft haben, haben Schabbat geruht. Am siebten Tag haben die geruht, nicht gekämpft, bis die auf der anderen Seite, die waren auch nicht blöd, gemerkt haben, naja, alle sieben Tage können wir unsere Feinde niedermetzeln. Und dann haben die Gelehrten gesagt, okay, wir heben das Ruheverbot auf, weil es ums Leben geht, um den Schutz des Lebens, um zu sagen, wenn du dich nicht selber verteidigst und dein eigenes Leben, dann wirst du getötet. Also um dich selber zu verteidigen, dein Leben zu verteidigen, darfst du auch Gewalt anwenden. Aber ich denke, das ist natürlich. Also wenn sozusagen dir Gefahr droht, musst du dich dagegen irgendwie wehren. Ja. Unmittelbare Gefahr, also wenn Kriegszustand ist. Ich habe im Vorfeld der Diskussion eine E-Mail bekommen, da schrieb jemand, warum schicken wir Pfarrer zur Bundeswehr, lassen Soldaten segnen und beten für einen guten Kriegsausgang? Ich war froh, dass ich das nicht beantworten musste, aber Sie sind ja im Dienst. Die Kirche, zu der ich gehöre, ist jedenfalls in Deutschland nicht in der Militärseelsorge engagiert, in USA wohl. Also insofern ist das sicherlich eine Frage, die ich auch beantworten kann. Für die Christen das, hier, ja? Deshalb sage ich nicht nur für die Methodisten, ja? Ja, ganz klar. Gut. Und ich beantworte auch Ihre jetzt Frage. Jetzt nehmen wir Sie voll in Haftung. Wir segnen keine Waffen, kein Geistlicher, der heute in der Militärseelsorge tätig ist, tut das. Wir sind Seelsorger und Seelsorgerinnen, die Christen und Christinnen, die in diesem Dienst sind, der Kirchen, sind Seelsorger und Seelsorgerinnen der Menschen, die in großen Spannungen und schwierigen Lebenssituationen drinstehen. Und das ist ein Dienst, für den die Kirche immer gerufen ist, gegenüber allen Menschen, mit denen sie in Verbindung ist. Ich habe gerade, als ich mit Militärgeistlichen aus USA zu tun hatte, was ich regelmäßig habe, einige Vorurteile für mich selber auf die Seite stellen müssen, weil mein persönlicher Ansatz ein sehr stark pazifistischer Ansatz ist. Persönlich bin ich insofern sehr stark dafür, auch eher den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen, weil ich die Gefahr sehe, dass man zu schnell sagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Und dass man von daher zu schnell Gewalt einsetzt und meint, damit Konflikte lösen zu können, aber die Gewaltspirale nur weiter treibt. Also Sie meinen, wir wären schon ein ganzes Stück weiter, wenn wir Gewalt nur als das allerletzte Mittel dann einsetzen würden? Also Gewalt ist, verstanden wird im Judentum, ist nicht die Gewalt letzte Verteidigung, sondern wenn es sozusagen darum geht, das Leben zu retten. Also wenn sozusagen unmittelbarer Tod bevorsteht. Schützende Gewalt, meinst du? Schützende Gewalt, und die ist notwendig. Also die ist, glaube ich, nicht nur in Religion notwendig, die ist auch im Normalfall notwendig. Ich denke nicht, dass irgendjemand gerne Gewalt anwendet. Also ich denke nicht, dass irgendein Polizist gerne seine Waffe zieht und einen Verbrecher, den bedroht, umbringt. Aber er muss es tun, um sein Leben zu verteidigen. Gut, und diese Frage an Sie ist jetzt nicht rhetorisch gemeint. Sind Sie eine pazifistische Religion, der Islam? Also so gesehen nicht, weil warum? Islam erlaubt, und das habe ich ja versucht eben mit meinem Beispiel klarzumachen,
dass der Prophet Mohammed Sassam erst friedlich agiert hat, er hat erst die andere Wange hingehalten, aber als es um die Vernichtung des kleinen Häufleins Gläubiger ging, hat er kräftig zugelangt. Nicht kräftig zugelangt, sondern maßvoll zugelangt. Also Entschuldigung, er hat doch die Leute umbringen lassen. In einem Krieg wird es immer Tote geben. Aber maßvoll. Ja? Nein, ich frage jetzt einfach Der Prophet Mohammed Sassam hat zum Beispiel, ja? bevor die Truppen dann auszogen, oft waren es reine Verteidigungskriege. Der erste Krieg, der Grabenkrieg, war ein Verteidigungskrieg von Medina. Ja? Aber als sie auszogen, wurden sie ermahnt, zum Beispiel nur gegen Soldaten zu kämpfen, nicht gegen Zivilbevölkerung. Die Taktik der verbrannten Erde wurde ausdrücklich also untersagt. Ja? Also auch in Kriegssituationen kann ich mich human verhalten. Ja? Ich kann, wie wir das ja heute kennen, werden die Leute erstmal heiß gemacht, dass sie unmenschlich sich verhalten, dass sie also keine Skrupel kennen. Das, all das, ich meine, das hat der Prophet Mohammed nicht zugelassen. Also Sie meinen, ich sage mal zwischendurch, es wäre schon sehr viel gewonnen bei all diesen mörderischen Kriegen, wenn man wenigstens das Prinzip des Maßvollen einführen Also würde. Heute glaube ich, kaum einen Krieg rechtfertigen zu können, den es im Moment ja. gibt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Weil das sind Kriege, da geht es um Machtansprüche, da geht es um Landnahme. Ich meine, ob das jetzt in der islamischen ja. Welt oder in der christlichen Welt oder welcher Welt auch immer war. Also das sind Kriege, die auf jeden Fall nicht zu rechtfertigen sind. Heutzutage könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es so etwas gibt wie eine UNO, die vernünftig besetzt ist, wo es Rechte für alle gibt, wo es keine... Da muss man noch lange beten, bis das so ist. Ja. Und man kann dafür agieren, natürlich, man kann dafür plädieren. Ja. Es gibt schon Möglichkeiten, ein Friedenskorps aufzustellen, was dann im Notfall dann eben sanktioniert ist und dann eben auch einschreiten kann. Aber das muss wirklich von allen, muss das also auch denn demokratisch beschlossen werden, wenn es zu solchen Maßnahmen kommt. Ja. Herr Paul, Sie können gleich das sagen, was Sie ohnehin sagen wollten, aber ich stelle noch mal eine Frage, gehört sich halt so. Wir haben ja in allen Religionen das verwurzelte Prinzip der Versöhnung. Wäre das politisch erlebbar zu machen? Eigentlich wollte ich noch auf mein Vorredner eingehen. Also sagen Sie jetzt erstmal zu ihm was und dann, ja. Also ich wollte nur auch noch mal sagen, also es ist auch im Judentum definitiv also niedergeschrieben und dann auch kodifiziert, also wie ein Krieg zu führen ist. Also es ist halt, dass man eben nicht mit sozusagen verbrannte Erde hinterlässt und seine Gefangenen tötet. Es ist auch wirklich, also ja, Krieg Mann gegen Mann, also Frauen und Kinder und Zivilisten werden ausgelassen. Das ist bei Raketenangriffen schlecht auszumachen, ne? Das ist bei Raketen... Ich frage ja nur mal nach wegen der Realität. Die Realität ist eine ganz andere. Ich meine, die Gesetze wurden auch geschrieben, als man vielleicht noch ein Pferd hatte oder vielleicht einen Streitwagen und, und eine Lanze und ein Schwert. Ja. Heutzutage ist es auch schwer anwendbar. Aber an sich, also ist die Frage, kann, also wenn wir über die Ethik, also ob das, also wie man ethisch Krieg führt, kann ein Krieg überhaupt ethisch sein? Also kann man überhaupt sagen, dieser Krieg ist sinnvoll, dass wir ihn führen, wir müssen ihn führen? Ich habe vor Jahren mal auf dem Sinai oben gestanden und habe mir die politischen Situationen erklären lassen. Und spreche wirklich als einer, der keine Ahnung hat, wie der Konflikt beendet werden könnte. Es sei denn, und das meine ich ganz ernst, man fängt auf beiden Seiten völlig von vorne an, indem man das, was geschehen ist, ruhen lässt und versucht, die Jugend auf ihre Zukunft hinzuweisen, auf ihre gemeinsame Zukunft, die sie nur haben können, wenn diese Konflikte aufhören. Deswegen war meine Frage nach der Aussöhnung. Also wir können uns ja hier in Europa alle gut aussöhnen. Wir machen auch Jugendbegegnungen und so weiter. Aber jetzt sage ich mal, da treffen immer relativ Gleichgesinnte auf Gleichgesinnte, die übrigens auch nicht diese schwerwiegenden Konflikte haben. Also ich denke, wenn Sie es schaffen würden, Frieden zu schaffen, zumindest in Israel, dann wären Sie mein persönlicher Messias. Ich will Sie ja jetzt nicht zum Unglauben verführen. Ich kann es nicht. Meine Frage ist nur, wo sind die Ansatzpunkte? Ich denke, die Jugendarbeit ist da...
die Jugendarbeit, die Arbeit mit den Jugendlichen ist der Ansatzpunkt. Es gibt auch Projekte, um mit Jugendlichen eben miteinander ins Gespräch zu bringen. Aber wir wissen sehr gut, dass auf beiden Seiten leider auch genug gibt, die halt von diesen Konflikten profitieren, ganz egal wo auf der Welt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beispiel Israel zu nehmen. Ja. Einfach einen Globus drehen, Finger, und dann weiß man ganz genau, es sind genug da, die einfach keinen Frieden wollen, weil der Profit nochmal eine große Rolle spielt. Ja, ja, das sind Machtinteressen und Profitinteressen. Das Potenzial zum Frieden ist dann da, wenn man den Lehren der Propheten folgt, den Lehren der Gottgesandten folgt. Ich meine, wozu sind diese Bücher geschrieben worden? Damit man ihnen folgt. Im Heiligen Koran heißt es ganz klar, du hast das Recht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es ist aber besser zu vergeben. Und dann gibt es eine dritte Stufe, da heißt es, dann, wenn die Vergebung dazu führt, dass der Übeltäter weiter Übels tut, dann darfst du nicht vergeben, sondern dann musst du eben sanktionieren auch. Ja? Also es muss Gerechtigkeit entwickelt werden. Der Prophet Mohammed Sassam hat einmal gesagt, Gerechtigkeit ist die Blutschwester des Islam. Ohne Gerechtigkeit funktioniert überhaupt nichts. Und das ist halt wichtig, eine Gerechtigkeit zu entwickeln, die auch dann noch funktioniert, wenn Bekannte, Verwandte im Spiel sind, wenn Beziehungen im Spiel sind, wenn Kontakte im Spiel sind. Da muss der Gläubige zeigen, ob er wirklich ein Gläubiger ist, der durch seine Erfahrung mit Gott weitergekommen ist in seinem persönlichen Weg. Jetzt frage ich Sie mal persönlich. Gerne. Wie viele Anhänger Ihrer Glaubensrichtung haben Sie in Leipzig? Ungefähr 1000? 70. 70. Ist es da gerecht, eine Moschee zu bauen? Wenn das Gläubige sind, die ein Gotteshaus brauchen, ja, die wirklich in einem adäquaten Haus beten wollen, ist es natürlich vernünftig, dass sie ein Gotteshaus haben, wo sie erkannt werden als Gläubige. Wo auch das Minarett also zeigt, das ist, sind Muslime, die dort beten, damit man weiß, da sind Muslime, da sind Juden, da sind Christen, da sind Hindus. Also man soll in der Öffentlichkeit sich darstellen, so wie man ist. Transparent, ein offenes Haus entwickeln. Und deswegen sind Moscheen, Synagogen und Kirchen und Tempel wichtig in einer Demokratie, wo es Religionsfreiheit gibt. Halten Sie das für eine gute Idee? Ich würde gerne noch mal zu den Themen vorher was sagen, ich komme dann gleich. Auch. Ja, 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 genau. Gut. Zunächst mal, Jesus Christus, an den wir glauben als Christen und Christin, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Da ist schon eine Keimzelle, eine Saat für Frieden, von der ich mir wünsche, dass wir sie als Christen und Christinnen leben und entdecken und dass wir von daher auch immer wieder mal den Mut aufbringen, Spiralen der Gewalt zu durchbrechen, auch durch klare Gewaltfreiheit. Das andere ist, wenn wir genauso viel Energie in diese friedensbildenden Initiativen stecken, wie wir sie in Waffenproduktion stecken, und da können wir dann bei uns anfangen, auch hier in Europa und in Deutschland, dann werden wir auch sehr, sehr viele Schritte zum Frieden gehen können in den Krisenherden, in denen wir gerade sind. Und jetzt zu Ihrer Frage. Für mich ist das ganz klar, dass Menschen in Deutschland ein Recht haben, ihren Glauben auszuüben, und dazu gehören auch Häuser, Gotteshäuser, Moscheen, Synagogen, Kirchen, Tempel, in denen sie das tun können. Und Sie sind auch dafür? Sagen wir so. Also wenn ich das schon höre, sagen wir so. Ja, oder andersrum. Ich denke, umso größer, umso prachtvoller der Bau ist, umso mehr ist der Anspruch da, wir sind die Einzigen, wir sind die Wahren, wir sind die Richtigen. Es geht nicht darum... Das ist selbst dem Bischof in Limburg nicht gelungen. Also ich denke mal nicht, es kommt nicht darauf an, ob man jetzt einen Turm hat oder einen Glockenturm, der 100 Meter in die Höhe geht, oder einen riesen Davidstern an der Wand, Außenwand, oder ein Minarett. Man hat das Haus da zum Beten, es ist der Inhalt, der das Haus ausmacht, nicht das Äußere. Sie meinen also, es müsste dabei auch eine bestimmte Bescheidenheit. Definitiv. Also es geht um das, was innen passiert, nicht was außen passiert. Man sagt ja, je schöner die Gotteshäuser werden, desto schwächer wird der Glaube der Gläubigen. Was ist jetzt hier auf diese herrliche Kirche gemünscht? Ja, das ist ja schon ein paar Jahre her, also dass Sie diese schöne Kirche gebaut wurde. Sie haben vor, nicht sehr toll zu bauen, sondern... Wir bauen funktional. Also wir bauen ein einfaches, schlichtes Gotteshaus.
das ist auch im Islam also angesagt eigentlich, dass dieses Haus schlicht ist. Die Häuser des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam waren sehr schlicht. Die Gotteshäuser, die Moscheen, die er gebaut hat. Und nicht umsonst haben wir in den Moscheen keine Bilder, um uns nicht abzulenken von der Verehrung Gottes, weil das ist das Zentrale, dass man in den Moscheen zusammenkommt, eigentlich auch in anderen Gotteshäusern, um mit Gott zu kommunizieren, um eine Einheit auch in der Gemeinde zu schaffen, um eine gemeinsame Stärke zu entwickeln. Aber letztendlich, was mir hier bei der ganzen Diskussion ein bisschen fehlt, ist einfach, dass man, Sie sprechen mit religiösen Gemeinschaften. Ja. Religiöse Gemeinschaften leben davon, dass sie eine Nähe zu Gott praktizieren. Ja? Wenn Jesus, wenn Buddha, wenn Moses, wenn all diese Propheten wirklich von einem lebendigen Gott gesprochen haben, ja? Der spricht, der hört, warum soll das heute nicht genauso der Fall sein? Ja? Gläubige leben davon, dass sie diese Kommunikation mit Gott erleben, dass sie die erfahren, dass sie da weitergehen. Das ist, wovon die Mystiker gesprochen haben. Das ist, was Goethe am Islam fasziniert hat. Das ist, was Rainer Maria Rilke fasziniert hat. Sogar andere große Dichter und Denker haben sich davon faszinieren lassen. Ich sage aber nicht nur, dass der Islam diesen Anspruch erhebt. Alle anderen Religionen haben durch ihre Religionsstifter diesen Anspruch auch erhoben. Und wenn Menschen sich auf das konzentrieren würden, dann könnten sie ein Beispiel in der Gesellschaft geben, was einfach mitreißt, ja, was die Leute einfach überzeugt, dass es etwas gibt, was den Menschen zusammenführt. Nämlich Gerechtigkeit, was völlig egal ist, welcher Hautfarbe man ist, welcher Religion man angehört, welcher ethnischen Gruppe man angehört. Menschen sind alle gleich. Das haben alle Religionen gelehrt, alle Religionsstifter gelehrt. Also ich kenne viele Menschen, die sich nicht sehr gleichen, aber okay. Ich frage jetzt mal, was er sagt. Wir haben so ein bisschen eine Gleichgültigkeit. Damit meine ich jetzt nicht nur das Übrige, geht mich nichts an, sondern auch eine Gleichgültigkeit der Religion. Müssen wir in unserer Eigendarstellung vielleicht noch viel, viel kantiger werden, um die Menschen anzusprechen? Ich glaube, die letzten 200 Jahre ist die Religion für die Menschen ja gleichgültig geworden, weil eben durch die... Man ist nicht mehr gezwungen, an Gott zu glauben und in die Kirche zu gehen, in die Synagoge zu gehen. Man ist nicht mehr gezwungen dazu. Man kann sich auch ja andere Götter schaffen oder andere Weltanschauungen schaffen. Ja. Und dann muss natürlich die Religion, also ich denke jede Religion, also wenn ich hier in Thüringen mit meinen Kollegen spreche von der evangelischen, katholischen Kirchen, dann höre ich überall dieselben Probleme. Wir haben keine Jugend, wir haben keine Leute, die Kirchen sind leer. Das trifft auch teilweise auch auf unsere Synagogen zu. Man muss attraktiver werden, um die Menschen an die Religion zu binden. Also, was heißt attraktiver werden? Das höre ich schon seit 20 Jahren. Aber was ist attraktiv werden? Wissen Sie, wenn ich die Lösung hätte... Ja, dann würde ich sagen, Sie sind ein Verwandter vom Messias, meinen Sie? Eventuell. Ja. Ein weit entfernter. Also suchen wir noch nach dieser Lösung, ja? Der Prophet Mohammed hat vor 1400 Jahren gesagt, dass eine Zeit kommen wird, in 1400 Jahren, wenn die Moscheen voll sein werden von Gläubigen, aber der Glaube dieser Menschen so weit entfernt sein wird, wie die weitesten Sterne am Himmelszelt. Und dann hat er gesagt, dann wird auch wieder ein Reformer kommen, ein Messias kommen, ein Imam Mahdi kommen. Und das ist das Problem ja, warum alle so gegen die Ahmadiyya Muslim Jamaat sind, weil wir sagen, dass der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat dieser Imam Mahdi und Messias dieser Zeit ist. Gut, das werden wir momentan alles nicht gleich begreifen, weil wir auch zu wenig drüber wissen. Jetzt frage ich Sie mal, müssen Sie nicht eigentlich, Sie werden übrigens hier noch Riesenprobleme bekommen in Leipzig, bin ich mir sicher. Heute Abend treffen sich die Gegner, werden sich vereinen, morgen treffen sich die, die gegen die Gegner sind. Sie werden irgendwo in der Mitte stehen. Müssen Sie nicht viel mehr auf die Leipziger zugehen, um ihnen klarzumachen, wer sie eigentlich sind? Das tun und wir. Was sie wollen. Das tun wir eigentlich. Ich meine, das haben wir ja gelernt in den letzten 20 Jahren, dass es wichtig ist, dass man transparent ist, dass man auf die Ängste der Menschen eingeht. Und ich glaube, das machen wir schon da, wo wir das eben tun können.
mittlerweile machen das nicht nur wir Muslime, sondern das machen auch die Behörden, das machen auch die Städte selber, weil sie auch daran interessiert sind, dass es ein friedliches Zusammenleben der Menschen verschiedenen Glaubens in den Städten gibt. Haben Sie denn in der Diskussion wenigstens den Scheich Hassan aus der Roscherstraße auf Ihrer Seite? Ja, der ist auf Tauchstation gegangen. Also so ist das, wenn ein Muslim in Schwierigkeiten ist, geht der andere auf Tauchstation? Nein, ich finde es ja, nein. Es gibt im, ich meine, das, es gibt, das Beispiel, das wird ja es gibt im Islam, niemanden überzeugen. Ne? Es gibt im Islam ja im Moment nicht gerade eine Ökumene. Die Christen haben sehr lange gebraucht, um diese Ökumene zustande zu bringen, ja, die wir jetzt erleben, dass es eben eine intellektuelle Auseinandersetzung über Glaubensfragen gibt. Soweit sind viele Muslime in den muslimischen Ländern noch nicht. Aber in den demokratischen Ländern können das Muslime lernen und das lernen sie im Moment in Deutschland und ich finde, das ist schon ein ganz wertvoller Weg. Das ist so wertvoll. Wir haben im Moment 50 Millionen Muslime etwa, die in Europa leben. Wenn die das hier in Europa lernen, dann hat das auch Auswirkungen auf die islamischen Länder, wo es keine Religionsfreiheit gibt, wo es keine Freiheit der Wissenschaften, keine Meinungsfreiheit gibt. Also ich finde, das sollte man nicht unterschätzen, was hier vor unserer Haustür passiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorgang und den sollte man, und das tun die Kirchen auch, positiv und fördernd begleiten. Frau Werner? Das Letzte würde ich sehr unterstreichen. Ich denke, dass die ökumenische Bewegung eine Bewegung ist, die auch ein Beispiel ist für Friedensbildung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das ausstrahlt, dass das gerade auch für die Menschen muslimischen Glaubens ähnlich erlebbar ist hier in Europa. Und denke, dass das ein Zukunftsweg ist. In dem interreligiösen Gespräch brauchen wir auch die Klarheit, nicht nur um Menschen zu vermitteln, wofür unser Glaube steht, sondern auch um wahrhaftig miteinander umzugehen und respektvoll miteinander umzugehen. Und da ist dann, so sehr ich dafür eintrete, dass alle Glaubensrichtungen in Deutschland Räume brauchen, um ihren Glauben zu leben, so sehr trete ich dafür ein, dass wir uns befragen, wenn es um das Miteinander, das friedliche Miteinander, das auf Zukunft ausgerichtete Miteinander in unserem Land und in der Welt geht. Jetzt frage ich Sie einfach mal hier, so wie Sie alle drei hier sitzen, 3, 4, 5 Begriffe, was verbindet Sie alle drei? Monotheismus. Monotheismus. Ja, mehr nicht. Jede 3, 4 oder 1? Nee. Also wenn schon, von einem Landesrabbiner möchte ich schon ein bisschen mehr hören. Ne? Also, wieso muss ich immer als Erster antworten? Ja. Weil man Dialektiker nie das letzte Wort gibt. Monotheismus, Glaube, starke Gemeinschaft, Respekt. Frau Werner? Würde ich alle unterstreichen. Beim Glauben dann auch viele, viele Verbindungen in den Wurzeln, natürlich ganz, ganz stark zwischen Christentum und Judentum, aber eben auch in dem Respekt vor den Propheten in Verbindung und auch Respekt vor Jesus als Verbindung zwischen den Religionen. Ja. Der Glaube an den einen Gott, der Glaube an die Propheten, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass alle Glaubensinhalte also sich darin also finden, dass jeder glaubt, dass es einen Schöpfergott gibt, der verehrt wird und dass man seiner Schöpfung dient. Hans Küng hat einmal gesagt, es wird unter den Nationen keinen Frieden geben, wenn es keinen Frieden unter den Religionen gibt. Aber diesen Frieden unter den Religionen wird es eigentlich auch erst dann geben, davon bin ich überzeugt, wenn wir nach außen unsere Glaubwürdigkeit, die ein wenig gelitten hat im Laufe der Jahrhunderte, wiederherstellen können. Noch mal ganz kurz, ich fange jetzt nicht bei Ihnen an, was können wir als Religion eigentlich tun, damit die Menschen uns abnehmen, dass das, was wir sagen, dass wir das wirklich meinen und dass wir das auch wollen? Wie können wir unsere Glaubwürdigkeit verstärken? Jetzt sind Sie als Erste dran. Für mich hat Glaubwürdigkeit auch viel damit zu tun, zu dem menschlichen Scheitern zu stehen.
Und das eben von daher nicht eigene messianische Ansprüche an mich oder auch an meine Glaubensrichtung zu haben, sondern auch darin, das zu bezeugen, was ich glaube, nämlich dass ich erlösungsbedürftig bin, dass ich angewiesen bin auf den Gott, der mir begegnet, um mir mein Leben gelingen zu lassen, dass ich dazu eben auch stehe. Das ist das, was für mich da das Größte ist dabei. Ja, das Wichtigste wäre, dass man wirklich in sich selber die Möglichkeit erkennt, dass man zum Dienen für die Menschheit geschaffen ist. Was mich so fasziniert hat, ich meine, für mich ist es etwas einfacher zu sprechen, weil ich von einer Glaubensgemeinschaft spreche, die erst 125 Jahre alt ist. Ja. Also die hat nicht große, schwierige Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit. Da hätten wir ihn eigentlich gar nicht hier vorne Platz nehmen lassen dürfen, nicht? Oder? Aber ich spreche jetzt auch für den Islam. Aber was wichtig ist, dass man einfach Gott als etwas akzeptiert, was lebendig ist. Ich will das noch einmal deutlich machen. Im Heiligen Koran heißt es, Allah ist euch so nah. Allah ist auch etwas, was nicht trennt, was verbindet. Die katholischen Christen in Malta, die sagen auch Allah, wenn sie Gott ansprechen. Also die haben so viele arabische Wurzeln in ihrer Sprache. Da heißt es, Gott ist euch so nah wie eure Halsschlagader. Die Halsschlagader pumpt das Blut vom Herzen ins Gehirn. Also es gibt nichts Näheres. Wenn die zerschnitten wird, dann ist unser Leben einfach verwirkt. Ich will damit nur sagen, wenn wir nicht begreifen, dass zwischen Gott und uns nichts dazwischen sein darf, dann tapsen wir im Dunkeln. Ja? Es hilft nichts, egal in welchem Amt wir sind in unserer Kirche, wir müssen die Lebendigkeit des Glaubens selber praktizieren. Wir müssen, der Gründer der Gemeinde hat mal gesagt, wer nicht alle zwei Wochen einmal im Gebet weint, der muss um seinen Glauben fürchten, dass er zum Heuchler geworden ist. Gebet ist etwas, wo eine Kommunikation mit dem Schöpfer stattfindet. Ich meine, das ist das höchste Gut, was der Mensch hat. Also es geht, wir sind immer noch bei der Glaubwürdigkeit nach außen. Ja, und wenn ich das habe, diese Verbindung, ja, dann ist zwischen meiner Tat und meinem Wort kein Unterschied. Und das merken Leute, das spüren Leute. Leute merken, wenn jemand authentisch rüberkommt und authentisch ist. An seinen Werken wird er erkannt, an ihren Früchten wird er sie erkennen. Also das stimmt immer. Jetzt sind Sie dran. Das habe ich nicht verstanden. Ich denke einfach, es ist auch, das meiste liegt natürlich an uns, also an den Geistlichen, an den Rabbinern, Pfarrern, Priestern, ehrlich zu sein zu den Menschen und diese Menschen mit Respekt zu behandeln und nicht immer glauben, weil wir so viel studiert haben und so lange in der Ausbildung waren, dass wir sozusagen die Wahrheit kennen, dass wir alles besser können. Mhm. Einfach sozusagen auf derselben Ebene mit den Menschen reden, dann sind wir auch, ja, dann sind wir glaubwürdig. Wenn wir da anfangen zu sagen, naja, in ganz hohe philosophische Ideale einsteigen, dann ist der Mensch verunsichert, weil er will einfach Einfachheit und Verständnis haben von Religion. Der will das, ja, vermittelt haben. Also erstaunlich ist ja, dass Amtsträger, wenn sie ihre eigene Hilflosigkeit einmal der Gemeinde klar machen können, dadurch stärker werden und nicht schwächer. Das ist das, was Sie vorhin sagten, diese Schwachheit auch einmal zu zeigen, dass wir eben nicht alles wissen. Ich danke Ihnen jetzt erst einmal hier vorne. Wir haben jetzt noch zwei Personen, die wir kurz befragen wollen, die auch am Tisch der Ökumene sitzen hier in Leipzig. Wir fangen gleich mal bei Ihnen an. Wenn Sie sich kurz mal vorstellen und dann auf die Frage, welche Impulse haben Ihnen eigentlich gefehlt? Also kein Co-Referat. Bitte schön. Stellen Sie sich einfach mal hin, dann sehen die Leute Sie auch. Ich winke einmal in die Runde. Guten Abend. Mein Name ist Lisa Gerhold und ich bin heute Abend die Vertreterin der Bahai-Gemeinde in Leipzig. Ich bin keine religiöse Führerin, das möchte ich gleich betonen, weil es in der Bahai-Religion keinen Klerus gibt. Aber ich habe die Ehre, heute eingeladen worden zu sein. Vielen Dank dafür. Sie haben gefragt, was mir gefehlt hat in der Diskussion. Welche Impulse? Ja. Ich denke, das Wichtige wäre einfach nochmal zu betonen, was die Religionen verbindet. Das ist in Ansätzen für mich gefallen heute Abend.
für mich eigentlich das wirklich entscheidende Merkmal ist die Liebe Gottes, die Liebe Gottes zu den Menschen, die Liebe von den Menschen zu Gott. Wenn wir, glaube ich, das beherzigen, können wir uns viel, viel leichter begegnen, als wenn wir ständig über unsere Unterschiede reden. Vielen Dank. Dann komme ich nochmal zu Ihnen, wenn Sie sich einfach mal vorstellen. Ja, mein Name ist Sadhbhuja Das. Ich bin hier vom Verein für vedische Kultur, für die Hinduismus-Richtung sozusagen der Vertreter. Und ich fand es schon mal sehr gut, dass es überhaupt so eine Diskussion gibt. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, um für uns alle, jeder für sich, zu reflektieren. Und ich wünsche mir noch ein bisschen mehr, dass auch über die asiatischen Strömungen geredet wird oder sich darüber ausgetauscht wird. In den Veden wird beschrieben, und es wird ein anderes Bild gegeben, und zwar wird gesagt, wenn wir uns mal vorstellen, für einen Moment uns nicht als Christen oder Hindus oder Moslems wahrzunehmen, als katholisch oder evangelisch, nicht als deutsch oder russisch oder indisch oder reich, arm, Mann, Frau, sondern einfach als spirituelles Lebewesen, als Diener Gottes, Teil Gottes, kann das nicht die Quelle von Frieden sein? Vielen Dank. Fragen bringen uns ja manchmal auch weiter als Antworten. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Sagen Sie vielleicht jetzt einfach nochmal, wie Sie heißen. Ja, das ist Frau Kiaolin und mein Name ist Hahn. Wir sind beide Gebärdensprachdolmetscher. Jetzt möchte ich das gerne nochmal in Gebärden sehen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte ganz gerne schließen. Ja, schließen ist gut. Also zunächst einmal mit einem Dank an alle Gesprächspartner und natürlich auch an alle Zuhörer. Wichtig ist ja, glaube ich, nach dieser Diskussion, dass wir nicht in unserem Besserwissen verharren, sondern auch einmal in Richtung Frieden, Toleranz und Nächstenliebe loslaufen und die ersten Schritte gehen. Und schließen möchte ich gern mit einer jüdischen Geschichte. Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann die Nacht aufhört und der Tag beginnt. Und einer der Schüler antwortet, beginnt der Tag, wenn man einen Zwetschgenbaum von einem Pfirsichbaum unterscheiden kann? Der Rabbi verneint. Ein zweiter Schüler antwortet, beginnt der Tag, wenn man einen Esel von einem Hund unterscheiden kann? Wieder verneint der Rabbi. Daraufhin drängen die Schüler den Rabbi. Rabbi, dann sag uns doch die richtige Antwort. Wann hört die Nacht auf und wann beginnt der Tag? Und der Rabbi antwortet, die Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht schaust und es wird heller Tag, wenn du in diesem Gesicht deinen Bruder und deine Schwester erkennst. Ich wünsche uns allen einen friedlichen Abend. Vielen Dank.